In diesem Video. Naja, kannst du knicken, jetzt habe ich verloren. Jetzt brauche ich eigentlich, kann ich das Spiel schon gleich neu starten, weil das Problem ist, die werden alle mich treffen. Oh, das ist doch so kacke schon wieder. Ja, und er kriegt Geld. Ach, komm, Junge. Du kannst nichts machen. Ich sag's so, wie es ist. Du wirst verarscht. Von oben bis unten. Du hast keine Schnitte. Nicht ansatzweise. So, und jetzt trifft er wieder mich. Ja, immerhin Mini-Bosser Rot. Aber trotzdem, das ist so scheiße. Luigi, danke, dass du den Zukunftstraum gerettet hast. Dadurch ist der faszinierende Traum vom Weltall in Sicherheit. Aber Bowser scheint immer noch nicht genug zu haben. Beschützt du auch den nächsten Traum? Ja, natürlich. Und Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Mario Party 5. Wir werden uns jetzt um das Spielzeugtraumland kümmern. Und ich hoffe, dass wir es beschützen können. Yo, ich bin auch noch am Start. Ich will mitkommen. Lass mich Luigi helfen. Ah, Toad, wie immer, der Netteste vom Nettesten. Komm, hilf ihm. So langsam wird's aber auch knapp für Bowser, weil er hat nicht mehr so viele Traumwelten in Aussicht, glaube ich. Aber der Spielzeug-Traumland ist das kleinste Land ever. What the hell? Sind da 10 Felder auf dem Spielbrett? Es ist soweit. Jetzt werde ich den Spielzeugtraum zerstören und mich zu meinem eigenen Traum machen. Eine gute Wahl, Bowser. Ey, das gibt es nicht, Luigi. Was ist das denn? Dies ist nun unsere letzte Begegnung. Ich werde dich vermissen. Kurz gesagt, letzte Runde. Was? Endlich ist es soweit. Ich werde auf keinen Fall selbst kämpfen. Stattdessen eine Vorstellung der frischen und ausgeruhten Mini-Bowser machen. Aufteilen! Warte mal, wie die letzte? Wir haben doch noch eine in Brett. R, G und B. Das würdest du dir gerne mal in der Zeitlupe ansehen, oder Luigi? Nee, vielleicht nicht. Meine kleinen Lieblinge sind nun mal sehr verspielt und stark. Also Mini-Bowser RGB, zeigt, was ihr könnt. Ich bin bis heute noch sehr beeindruckt, wie die das alles voll vonstatten bekommen und warum. Die sind so weird. Wirklich von allem Ding, die sind sau weird. Aber als erstes machen wir gleich mal ein Duell. Ich würde schätzen, wir gehen gegen Grün, weil Grün vor uns ist. Damit wir relativ schnell einen schon mal ausschalten. Und ich hoffe, dass die anderen nicht so lange brauchen, dass wir wieder einmal B bekommen. Wie sehr triggert mich das, dass ich nur Rang B letztes Mal bekommen habe? Sehr, Leute. Aber das macht ja nichts Schlimmes. Wir müssen jetzt auf jeden Fall bei Blaseballon unser Bestes geben. Eigentlich relativ angenehm. Aber ich muss sagen, auch tatsächlich, der Spielzeugtraum ist wirklich die kürzeste Variante von einem. Ich fand Zukunft viel, viel länger. So, jetzt, wann drückt der? Sehr gut. Damit haben wir gewonnen. Schon mal die ersten 15 Münzen für Mini-Bowser Grün weg. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, ist tatsächlich, dass die anderen Mini-Bowser so weit weg sind, dass sie wahrscheinlich nicht in 1 bis 2 Runden bei mir sind und ich wahrscheinlich die hinterher rennen muss. Vielleicht wäre die Mitte die bessere Wahl gewesen, damit ich alle in Sichtweite habe, aber... Ich sag mal so, das Problem ist halt auch, dass man versuchen muss, die relativ schnell ihre Münzen abzuzocken. Vielleicht schafft er ja mit einer 1 hier. Na gut. Okay, der Ene geht auf jeden Fall schon mal an einem richtig geilen Feld. Und keiner kriegt Plusmünzen. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo wird er hingeschleudert? Oh! Oh! Gar nicht mal so verkehrt. Grün hat nur noch 2 Münzen. Sehr gut, dass er, der Blaue, auf Donkey Kong aufgekommen ist. Dann sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Wir müssten eigentlich nur auf ein Versus-Feld kommen. Wir werden zwar nicht den Blauen vernichten, aber der Blaue hat dann schon mal so viele Münzen nach dem Versus-Feld, dass der eigentlich an alles kaputt gehen kann.
Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall eine 4, was eigentlich schlecht ist, weil ich wollte auf das Versus-Feld. Verdammt! Das ist jetzt ein bisschen arg ungünstig gelaufen. Aber vielleicht kriegen wir einen Superpilz. Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Das Feld muss kaputt gehen. Wir müssen dieses Feld auslöschen. Das wird sonst sehr, sehr bitter laufen für alle anderen. Oh, wait. Warte mal. Ich sehe gerade... Oh, no. Oh, no. 3, 2, 1, 0. Okay, rot ist bei mir. Was ich ganz unangenehm finde. Vor allem, er verliert ja nichts. Er kriegt einfach fucking 10 Münzen dazu. Oh, nein. Das meinte ich. Das ist die schlechteste Ausgangslage, die man haben kann. Gut, Himmelsstürmer machen wir in eine Sekunde. Aber das ist jetzt kacke. Der hat jetzt 25 Münzen. Was machen wir mit den 25 Münzen? Wie kriegen wir die runter? Vor allem, wie kommen wir so schnell zu Mini-Bosa Rot? Vielleicht muss ich doch den Giftpilz auf mir anwenden. Dann könnte ich vielleicht Glück haben, eine 1 würfeln oder sowas und in der Nähe bleiben. Ja, müssen wir mal gleich mal schauen. Ich glaube, die beste Variante wäre tatsächlich einfach mal vorher stehen zu bleiben und zu gucken, wie es jetzt ist. Bin gespannt, wo Mini-Bowser grün landet, weil wenn der wieder auf rot landen würde, dann wäre er schon mal von sich selbst aus K.O. Das wäre schon mal eine sehr gute Ausgangssituation. Weil wie gesagt, rot ist jetzt unser ernster Feind. Oder ein ernstzunehmender Gegner, so herum. Naja, natürlich ist der auf grün gekommen. Blau meine ich. Nicht gut, nicht gut. Der hat auch wieder Plusmünzen. Oh! Gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, wenn wir jetzt niedrig würfeln, in der reinen Theorie, dann würden wir ihn trotzdem nicht zerstören. Ich muss mal auf der Karte lunchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bräuchte eine glatte 10, das schaffe ich nicht. Dann muss ich abwarten, bis die vor mir sind. Vielleicht machen wir auch eine 4, dann wären wir auf dem Versus-Zelt. Irgendwie muss ich ja jetzt rumtaktieren. Eine 3? Ja, naja. Hätten, wenn schon, dann schon noch schlechter sein können. Ich sag's euch, so wie es ist, das ist richtig gemein. Ich finde das auch gemein, dass die Ränge sich ab... sich daraus schließen lassen, wie schnell du bist. Weil du kannst ja nichts dafür, wenn du schlecht würfelst. Oder Pech hast beim Würfeln. So, bitte würfelt hoch. Okay, 2 sind auf jeden Fall so hoch, dass ich sage, das ist sehr gut. Dann können wir wenigstens rot schon mal ein bisschen Schaden wieder machen. Auch wenn natürlich die Masse an Minispielen schon echt heftig ist, was wir hier kriegen. Oh, Puste-Duell. Kennen wir ja, ne? Das gute alte Minispiel. Das können wir ja eigentlich nicht verlieren. Außer ich stelle mir jetzt natürlich an wie eine Seejoke und falle irgendwie runter bei Baum. Aber sind wir mal ehrlich. Das passiert in den geringsten Maße. So, schon gewonnen. Muss sagen, ich liebe die Minispiele, aber ich sag's euch so, wie es ist. Dieses Minispiel ist gegen andere Spieler unmachbar. Gegen CPU ist easy. Gegen andere Spieler habt ihr keine Chance, weil die Spieler sind zu klug. Und bleiben auch in der Mitte immer stehen. So, wie viel hast du noch? Hast du vielleicht nur eine 1? Bitte, 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 bitte. Oh nein. Gleich das nächste Duell. Yo, let's go. Oh Mann. Ich hoffe, dass ich nächste Runde wenigstens blau dann vernichten kann. Das Problem ist, die dürfen auch nicht beide auf eine Ebene landen. Wenn die beide nämlich auf das Feld da unten landen, was ich jetzt nicht weiß,
haben wir eventuell Pech und können nur einen von den beiden auswählen, um es zu besiegen. Und ich würde gerne aber Rot auch schon mal Münzen abziehen. So, ich bleib wieder unten. Meine übliche Taktik. Mini-Bowser, du... Nein. Du brauchst gar nicht erst fummeln kommen hier. Das sehe ich gar nicht ein. Hol dir erstmal ein paar Bälle ab. Ja. Nee, vergiss es. Unten kommst du nicht hin. Vergiss es, mein Freund. Ich sehe dich doch, wie du darauf geierst, nach unten zu kommen. Gönn dir erstmal hier. Genau, perfekt. Okay, sieht sehr gut aus für uns. Ja, sagte er und wird getroffen. Sehr schön. Nice. Damit haben wir schon mal wenigstens ihm jetzt ein bisschen was abgezogen. Bitte sagt, dass er eine 1 hat. Das wäre zu Zucker. Ich finde es auch sowieso gemein, dass man nur 5 Münzen bei ihm abgezogen bekommt. Wenn ich gewinne halt in so einem Versus-Game. Andersrum wäre viel geiler. Und natürlich kommen die beide auf das gleiche Feld. Ja, genau. Ja, kannst du knicken, jetzt habe ich verloren. Jetzt brauche ich eigentlich, kann ich das Spiel schon gleich neu starten, weil das Problem ist, die werden alle mich treffen. Oh, ist doch so kacke schon wieder. Ja, und er kriegt Geld. Ach, komm, Junge. Du kannst nichts machen. Ich sag so wie es ist, du wirst verarscht. Von oben bis unten. Du hast keine Schnitte. Nicht ansatzweise. So, und jetzt trifft er wieder mich. Ja, immerhin Mini-Bowser Rot, aber trotzdem. Das ist so scheiße. Wie soll man das bitte gewinnen? Ich verstehe einfach nicht. Im schlimmsten Falle müssen wir tatsächlich nochmal komplett neu anfangen, weil wir einfach zu langsam sind. Weil wir haben schon 4 Runden und nicht ein Mini-Bowser ist kaputt. So, jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt ein Doppelduell machen? Dürfe ich jetzt nur auswählen? Ich muss auswählen. Ja, dann machen wir Blau jetzt fertig. Ich habe keinen Bock mehr auf so viele Mini-Bowser, die hier rumwatscheln. Und dann bitte was Vernünftiges. Seinen Fahren finde ich vernünftig. Ja, wie gesagt, wir haben die beschissenste Ausgangslage, die es gibt. Vor allem, weil Grün jetzt wieder so viele Münzen hat, dass wir denen schon wieder in einem normalen Duell miteinander gegenüberstehen müssen, um zu gewinnen. Naja, machen wir uns nichts draus. Blau ist auf jeden Fall raus. Und bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als Rot und Grün nochmal zu versuchen. Aber die haben auch so viel Luck jetzt, ey, wirklich. Ich hoffe, die Bienen würfeln einfach jetzt eine 10, landen vor mir und ich kann die danach absnacken. Das wäre mega. Weil ich glaube, ich bin nicht so weit entfernt von Rot. So, nur noch 2 sind da. Nein. Wie viel Pech kriege ich bitte? Oh mein Gott, er kommt auf Versusfeld. Endlich. Na, mal ein bisschen Glück hier. Unfassbar. Okay, dann haben wir vielleicht eventuell Glück, um Bede nochmal ein bisschen 10 Münzen, glaube ich, abzuzocken. Wir müssen halt nur gewinnen. Und ich weiß nicht, wie gut Toad ist. Ja, jetzt wird sich das Versus-Feld tatsächlich darüber drehen, dass wir halt zu zweit sind und gegen zwei Mini-Bowser kämpfen. Oder verlieren wir 15 Münzen? Wer verliert, zahlt jedem der Spieler 10 Münzen. Oh. Oh. Kastanien ernten im Team. Bitte lass mich der Ernter sein. Ich glaube, ich bin der Ernter. Das ist ganz gut. Denn Kastanien ernten im Team ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Wir müssen einfach nur versuchen, so viel wie möglich
zu klauen von den Gegnern. Junge, Toad, das ist nicht smart, was du da tust. Junge. 11? Oh mein Gott, das war knapp. Holla, die Waldvieh, wie gut waren denn bitte die normalen CPUs? Ey, das war wichtig. Der Sieg war wichtig, Freunde. Der Sieg war richtig wichtig. Dadurch können wir uns erstmal 20 Münzen absnacken von den ganzen. Nice. Okay, Freunde, jetzt folgendes. Entweder wir machen eine 2, machen nochmal ein inverses Feld, oder wir würfeln sehr hoch. Ach, Digga! Wirklich, wie unnötig ist das bitte? Ich kann doch nichts dafür, dass die so scheiße würfeln. Das dauert zu lange. Ich sag's so, wie es ist, ne? Das dauert wieder einmal viel zu lange. Und ist mega unnötig. 1-0, der kommt schon wieder auf den grünen. Auf dieses Geldfeld. Ich kann nicht mehr. Das ist so schlimm, der kriegt schon wieder Geld. Ich hab das Gefühl, ich mach das gleich nochmal von vorne. Das läuft nämlich absolut recht bescheiden. Also wirklich. So schlecht habe ich es noch nie bei mir. So, Glücksspiel. Wir haben hier folgendes. Also, wirf die Spieler mit einem Rivalen die Browser-Bombe zu, bis sie bei einem Gegner explodiert. Wenn der Zähler nicht mehr sichtbar ist, geht es um die richtige Strategie für den Sieg. Das heißt, wir müssen rechnen, wie viel er wahrscheinlich noch gedrückt hat. Wie gesagt, das ist reine Glücksspiel. Das ist so Betrug, dieses Minispiel. Okay. Wenn wir jetzt B machen, sind wir bei 5. 4, 3. Eventuell. 2, 1. Okay, perfekt. Ich hab damit gewettet, dass der jetzt auf B oder A drückt. Rein theoretisch wäre es gut gewesen, wären wir bei der 6 stehen geblieben, weil dann hätte er B drücken können, dann wäre er bei 4. Dann hätte ich auf A gedrückt, er hätte auf A oder B gedrückt und ich hätte dann nochmal auf B gedrückt. Dann wäre ich definitiv siegreich gewesen. Aber war ein bisschen risky, muss man schon sagen. Kann das mir nicht mit ansehen, ey. Das ist so schrecklich. So, was möchte ich gerne für eine Zahl haben? Ich muss echt tatsächlich gucken. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5... Ich glaube, eine 6 möchte ich haben. Eine 6, glaube ich, will ich sogar hundertprozentig haben. Und mit einer 6 könnten wir 25 Münzen, wenn ich gut bin, abzocken. Auch wenn Mini-Bowser Grün auch überleben wird. Die werden beide überleben. Scheißegal, ich werde es nicht schaffen, in einer Runde die Bede zu killen. Komm, gönn mir eine 6, bitte. Oh mein Gott, Ehre. Das heißt, wir haben jetzt 2 Chancen, um wenigstens Mini-Bowser Rot um 25 Münzen zu erleichtern. So, mach was vernünftig jetzt. Ein Minispiel, was wir noch nicht hatten, Leute. Und das ist auch tatsächlich nicht so ein einfaches. Nimm die Teile vom Fließband und bedecke das ganze Feld. Nicht benutze, komm in der Mülltonne. So, wir können hier nämlich unsere Teile, die wir haben, wir spielen Tetris auf gut Deutsch. Die Teile verschwinden, wenn das Feld komplett ist. Dann kannst du von vorne. Für Teile der gleichen Farbe gibt es Bonuspunkte, die man sich nicht entgehen kann. Das wird, sagen wir mal so, das schwerste Minispiel meinerseits. Du mieses Stück. Mach doch hin da!
So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch den. Braucht Zweierteile. Gib mir einen einzelnen. Hallo. So. Das ist tatsächlich nicht so einfach, meine Freunde. Denn hier kann jeder Zug tot bedeuten. Aber ich glaube, das haben wir. Oh mein Gott. War zwar nicht original sehr gut, weil ich habe eben mal schon mal 20.000 gemacht, aber hey. Wir sollten nicht meckern, ne? Wenigstens wir haben gewonnen. Es ist halt auch super wichtig, dass man viele Kombinationen mit der gleichen Farbe macht. Dadurch gibt es halt original echt viele Pluspunkte. So, und jetzt nochmal auf dem Versus-Feld. Wir müssen nochmal gewinnen, Toad. Weil dann könnten wir beide auf eine / zwei Münzen ballern. Bitte, Toad, mach jetzt keine Scheiße, ne? Hämmern im Team wäre beste jetzt. Oh no. Tauchbootrennen. Ein Spieler bewegt den Hebel, um das U-Boot zu bewegen. Der andere Spieler ruht sich währenddessen auf, bis er an der Reihe ist. Spieler am Hebel. R und Y gleichzeitig. Y kann man wechseln. R und L gleichzeitig. Fortbewegen. Okay. Und A, Augenblitzen. Bis du erschöpft bist, tausche den Platz mit dem Partner. Oder bist du erschöpft? Das heißt, R und L gleichzeitig drücken. Ich war mal beim unterschiedlichen Drücken. Probieren wir einfach mal aus. Ja, tatsächlich. Beide gleichzeitig. Ein wenig können wir aushalten, Leute. Werd mal ein bisschen weiter als die anderen machen. Dann können wir ja tot lassen. Oder ich ziehe einfach durch. Ist ja eigentlich relativ egal. Weil ich verstehe sowieso nicht, warum man anhalten kann. Oder sollte. Außer, dass halt natürlich der Finger gefühlt gebrochen wird. Aber easy. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Guckt das euch an, ohne einmal zu tauschen. Toad hat nicht mal was gemacht. Ja, jetzt können wir dazu stehen. Toad hat nichts gemacht. Wir haben einfach von oben bis unten durchgezogen. Damit kriegen wir auch unser Geld. Wie versprochen haben wir jetzt noch 2 und 1 Münze für die jeweiligen Bowser Juniors. Mini-Bowsers. Und ich kann nur hoffen, dass wirklich, weiß ich nicht, die auf dem roten Feld landen und sich selbst killen oder so. Ey, das wäre so, das wäre wirklich geil, wenn die beide auf dem roten Feld landen. Aber wie mein Glück heute ist, ne, wissen wir gleich, wo beide landen. Nämlich nicht da, wo ich es mir wünsche. Warte mal, Grün hat doch nur eine Münze, oder? Was passiert jetzt, wenn der auf DK ist? Oh mein Gott, wird der jetzt einfach die eine Münze abgezogen bekommen oder gar nichts? Oh no. Na, was soll's. Ganz ehrlich, wenn wir das verlieren, das ist noch nicht so schlimm. Schalterstampf. Finde aus 12 verschiedenen Schaltern den richtigen Schalter und mit einer Stampfattacke. Alle anderen Schalter sind Imitate. Merk dir, welche Schalter schon gedrückt werden. So erhöhst du dein, sonst hast du keine Chance. Absolutes Glücksspiel. Es ist ein Glücksspiel. Also ihr könnt auch nicht gucken, was jetzt welcher Schalter richtig ist. Es ist einfach pures Glück. Es ist so ein Betrug. Wow. Wow. Nintendo, Alter. Bestes Minispiel auf Doom. Das ist so Betrug. Das ist so Hardcore-Betrug. Es ist wirklich, also, sorry. Aber ich werde hier richtig hart verarscht vom Spiel. Immerhin sind es nur 10 Münzen. Dennoch absolut scheiße. Wirklich. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Na gut, er stirbt aber durch ein rotes Feld. Das ist schon mal gut. Nummer 1 hat sich selbst gekillt.
So, und dann fehlt nur Grün. Und ich hoffe, Grün verliert einfach seine Münze durch Donkey Kong. Das wäre so geil. Aber ich glaube, DK ist zu nett dafür. Kleiner Tipp, DK, hau einfach rein, so gut wie du kannst. Bitte, bitte, bitte verlier deine Münze. Ja. Ich bin das Spiel, ich gönn nichts, Mami. Bitte, Luigi, bitte. Oh, du bist so ein Lappenmann. Kein Wunder, dass keiner mit dir, weiß ich nicht, zusammenspielen will, ey, du Lappen. Och, nein. Ich werd alt, Leute, ich werd alt für sowas. Ich sag euch so, wie es ist, wenn wir ein Abzeichen bekommen, dann bekommen wir D- oder so. Ey, das kannst du doch niemandem erzählen, Luigi. Würfel! Alter, so schlecht kann man gar nicht spielen. Ja, danke. Dass sie endlich sind. Oh, alt und faltig werde ich. Ey, wirklich. Das letzte Minispiel. Der Verlierer zahlt dem Sieger 20. Wenn ich hier verliere, dann spiele ich das ganze Spiel Game normal. Oh nein. Und warum immer die Scheiße am Ende? Das ist das schlimmste Ding, was ich mir vorstellen könnte, was als Gegeneinander-Spieler kommt. Weil es halt auch Zufall ist. Vielleicht hast du Glück und es kommt keine Blitzkugel auf dich zu oder in deiner Nähe. Oh mein Gott. Alter, du blöder, mieser... Oh, Ehre. Alter, endlich geschafft, ey. Soll ich schon mal predikten, was wir für einen Rang kriegen? D. Weil das war anscheinend so langsam, dass selbst ich graue Haare bekommen habe. Unfassbar. Wir kriegen den schlechtesten Rang in dem Game. Ein Glück sind die Ränge nicht so wichtig, aber trotzdem absoluter Betrug. Wir hatten halt einfach nur Pech, ne? Also so viel Pech hatte ich noch nie gesehen. Verstanden, Bowser, aber Luigi ist stark. Und ihr seid ein erbärmlicher Haufen. Wow. Oh, das macht nichts. Hä? Du würdest es verstehen, wenn du meinen Wunsch kennen würdest. Du willst es doch wissen, Luigi, oder? Ich will es auch ja wissen. Ich geb den Tipp. Pass gut auf, Luigi. Der Tipp hat etwas mit dir zu tun, Luigi. Wow, wie aufregend. Bis die Tage, Luigi. Zur nächsten Karte kommst du besser nicht, Luigi. Wollen wir den Rang überspringen? Ich will den Rang mir nicht anschauen, der war so schlecht. Der kann nicht schlechter gehen. Naja, B. Okay, ich glaube, das ist der schlechteste Rang, den man bekommen kann. Oh Mann. Leute, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, aber es ist einfach nur traurig. Das sind die schönsten Bewertungen, die ich je gesehen habe, nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne Wert und Daumen nicht zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim letzten Brett anscheinend wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dann und ciao.